Ich möchte dir von meinem Studium erzählen, denn ich glaube, viele von euch befinden sich vielleicht selbst im Studium oder in ihrer Ausbildung oder in irgendeiner Weiterbildungsmaßnahme. Und ich glaube, was man begreifen muss, ist, dass man durchs Leben gehen muss, auch wenn es viele Schwierigkeiten gibt und dass man sein Ziel ganz fest im Auge behalten sollte. Denn auf eurem Wege werden viele, viele Leute kommen und viele Situationen entstehen, die euch ja zweifeln lassen werden. Mache ich gerade das Richtige? Ist es das Richtige für mich? Bin ich an der richtigen Stelle, am richtigen Ort? Wo soll das Ganze hinführen? Und selbst wenn wir manchmal das Ziel aus den Augen verlieren, dann haben wir immer noch den Weg und den Weg müssen wir weitergehen. Warum sage ich euch das alles? Eine witzige Geschichte, meine eigene Erfahrung, mein Studium. Ich habe Zahnmedizin studiert, denn ich bin ja heute Zahnärztin, wie ihr wisst. Und das Zahnmedizinstudium war ist nach wie vor ein sehr elitäres Studium und sehr, sehr viele, die Zahnmedizin studieren, haben einfach den Background, dass die Eltern Zahnärzte sind oder Ärzte. Und ich war ein Exot unter allen anderen, denn erstmal war ich Ausländerin, zweitens sah ich irgendwie anders aus. Das heißt, ich bin immer geschminkt zur Uni gegangen mit hochhackigen Schuhen. Das war mein Style, ist es nach wie vor. Aber damals sah das wohl sehr komisch aus für die anderen und somit war ich immer ein Außenseiter. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Mensch, zieh dich weniger extrovertiert an, schmink dich weniger, pass dich mehr an, pass dich mehr an. Und je mehr man mir gesagt hat, ich soll mich mehr anpassen, desto mehr hat es mich angespornt, anders zu sein als die anderen. Und heute bin ich stolz darauf und deswegen erzähle ich euch das. Selbst wenn ihr denkt, ich bin irgendwie Außenseiter, ich werde nicht so wahrgenommen von den anderen, wie ich denke, das ist manchmal gut so, denn anders zu sein ist genau das, was dich besonders macht. Und wenn du daran glaubst und daran fest glaubst und einfach so bist, wie du bist, dann wird das Leben dich irgendwann dafür belohnen, dass du an dich selbst geglaubt hast. Und so war das bei mir auch. Ich bin durchs Studium gegangen, es war keine einfache Zeit, aber ich habe mich einfach darauf konzentriert, andere zu beweisen, dass ich gut bin, obwohl sie geglaubt haben, als sie mich gesehen haben, dass ich es nicht bin. Und anders war das auch, denn ich hatte keine finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, ich musste arbeiten gehen, um mir mein Studium zu finanzieren. Ich wollte trotzdem schicke Klamotten tragen, also bin ich in Klamottenladen am Wochenende arbeiten gegangen und habe das ganze Geld, was ich dort verdient habe, für Klamotten ausgegeben, damit ich eben auch wie die anderen schick aussehen konnte. Und dann wollte ich natürlich ein Auto haben und meine Eltern konnten mir kein Auto schenken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beantrage ich einen Bildungskredit. Ich habe damals auch BAföG bekommen. Das ist eine Hilfe für Studenten, die eben nicht so gut finanziell dastehen. Und obendrauf habe ich einen Bildungskredit beantragt, denn ich war so fest davon überzeugt, wenn ich mit meinem Studium fertig bin und arbeiten gehe, dann wird es für mich ein Klacks sein, diesen Kredit zurückzubezahlen. Also gönne ich mir ruhig ein Auto. Und dann habe ich mir auch nicht irgendein Auto geholt, sondern ein schickes Auto, ein Cabrio. Und ich habe in gewissermaßen immer so ein bisschen über meine Verhältnisse hinausgelebt, weil ich wusste, ich werde dorthin kommen. Das heißt, selbst wenn ich heute noch nicht da bin, wo ich mich selber sehe, ich werde dieses Leben leben. Und das Leben wird mich dorthin tragen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, imaginiere deine Ziele, imaginiere dein Leben. Wenn du denkst, ich möchte gerne an einem Ort leben, der besonders schön ist. Ich möchte gerne viele Urlaube haben. Ich möchte gerne einen tollen Mann treffen. Ich möchte gerne Kinder haben. Ich möchte gerne beruflich das oder das sein. Da musst du ganz fest daran glauben und dich dort sehen. Das heißt, wenn du es selber schon siehst in deiner Vorstellung und je mehr du es lebst, desto mehr wird es eines Tages Realität. Und ich bin das lebende Beispiel dafür, denn ich bin dann mit meinem schicken Auto zur Uni gefahren. Ich hatte dann die tollen Klamotten, die ich mir selber erarbeitet habe am Wochenende. Und ganz im Ernst, ich habe im Sonnenstudio gearbeitet unter der Woche abends
um Geld zu verdienen, weil ich dort super lernen konnte. Das heißt, ich habe da gesessen, ich habe mein Medizin-, Zahnmedizinstudium, Sachen ausgepackt, gelernt und nebenbei andere die Sonnenbank zugewiesen, sie danach sauber gemacht. Mein Gott, ich war mir dafür nicht zu schade und es war ein super Job, der mich toll durchs Studium getragen hat. Und darum geht es, selbst wenn ihr heute irgendwas tut, wo ihr glaubt, das ist irgendwie vielleicht nicht die richtige Aufgabe, das ist mir gerade zu doof oder zuwider, weil ihr in der Ausbildung seid oder im Studium gibt es irgendwas, was, wo ihr denkt, das macht doch gar keinen Sinn, das bringt mich gar nicht weiter im Leben. Ich glaube, dass uns alles weiter im Leben bringt, denn es bringt uns persönlich ein Stückchen näher zu unserem endgültigen Ziel. Und das ist einfach das, was man in jedem Augenblick denken muss, auch wenn es gerade nicht leicht ist. Es wird aber leicht werden. Das kann ich euch versprechen. Und so war das auch bei mir. Am Ende des Studiums hatte ich einen Berg Schulden. Ich musste das BAföG zurückzahlen, den Bildungskredit zurückzahlen. Also hieß es, schnell einen Job finden. Und den habe ich auch gefunden in einer Klinik, die ich mir ausgesucht habe, in einer nicht so schönen Stadt, die war nicht schick, aber ich wusste, dass dieser Mensch, der dort arbeitet, mir das beibringen kann, was ich brauche, mir diese Skills zeigen kann, die ich von ihm lernen möchte. Also habe ich es in Kauf genommen, in dieser nicht so schönen Stadt zu leben, bin dann weggezogen dorthin und war sehr fleißig. Und weil ich so fleißig war, hatte ich dann auch das Geld zusammen, um diesen Bildungskredit, den ich damals für mein Auto genommen habe und das ganze BAföG auf einen Schlag wieder zurückzuzahlen. Also hatte ich recht. Ich habe zwar damals über meine Verhältnisse hinausgelebt, aber ich habe es geschafft, dieses Leben dann zu leben, um all diese Schulden auf einen Schlag zu begleichen. Und dann habe ich auch die Angst davor verloren, groß zu denken. Und der nächste Schritt, groß zu denken, war meine eigene Praxis zu gründen. Und wie das ist, erzähle ich euch im nächsten Modul.